Hallo, seid gegrüßt. Für all jene, für all die Zocker unter euch, die gerne mal ein paar Wimmelbildspielchen spielen oder die Sims, die sind jetzt fehl am Platz. Es richtet sich heute eher an diejenigen, die mit einem schnellen Finger unterwegs sind, also für die Shooter-Fans unter euch. Da hätte ich mal eine Wired Gaming Maus, eine Thunderbird. Die wollte ich euch einfach mal kurz vorstellen und jetzt unboxen. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt einfach dran und viel Spaß jetzt. So, dann wollen wir mal schauen. Die T1 Wired Gaming Maus von Eastern Times Tech. Das Ganze kommt in diesem, ja, doch recht nett gestalteten Karton daher. Einmal hier unten mit ein paar Infos: High Speed, High Control, High Response. Das Ganze mal kurz von hinten. Ich lasse es einfach mal ein bisschen vorbeiscrollen. Text soweit in Englisch und Chinesisch gehalten. Und auch hier nochmal ein paar Angaben, wie sie auch schon auf der Vorderseite standen. Die Seiten eher unspektakulär und von daher würde ich sagen, öffne ich den Karton mal. Dazu muss man hier an der Lasche ziehen. Ja. Und jupp, so sieht das Ganze von innen aus. Viel kann man noch nicht erkennen. Ich hole es mal raus. Ah, sehr schön schon hier. Das Kabel ummantelt, mit Stoff ummantelt, also etwas stabiler, aber ich hole es mal weiter raus. Hier haben wir noch Plastikhülle. So. So schaut das gute Stück von nahem aus. Das Plastik, das ist so ein, ja, samtiges, glattes Plastik. Also man gleitet förmlich mit den Fingern darüber. Also fühlt sich sehr gut an. Hier nochmal das Logo. Das Ganze von unten. Hier haben wir sehr glatte Auflagen, also wirklich schön glatt. Dann haben wir hier ein kleines Fach oder so, Open Close. Und schauen, was so aufgeht. Ja. Und ja. Aha. Ach so. Ja. Hier in diesem Schächtelchen, vermute ich mal, genau, befinden sich ein paar Gewichte. Die kann man nämlich dann hier einsetzen und der Maus ein wenig mehr Gewicht verleihen, sofern das erwünscht ist, also beliebig anpassen. Sehr schön. Das mal dazu. Dann das Scrollrad läuft sehr flüssig. Klicken. Schalter. Tasten. Ich hoffe, man kann das alles sehr gut erkennen. Ist doch recht dunkel. Nicht so weit wirklich. Sehr gut in der Hand. Hier an der Seite haben wir noch für den Ringfinger und den kleinen Finger kleine Auskerbungen, Einkerbungen. Schön. So. Alles soweit gut zu erreichen. Auch hier die entsprechenden Button, die alle programmierbar sind. Die hier schon sehr weit hinten liegen. Ja, kurz einmal ein wenig abgedunkelt hier und die Maus eingesteckt. So schaut es aus mit Beleuchtung. Von vorne, man sieht, das Mausrad hat eine Beleuchtung und hier haben wir dann auch die vier LEDs und hinten dann das Logo samt der beiden Linien, die beleuchtet sind. Sieht ganz nett aus, wobei man natürlich den hinteren Bereich komplett abdeckt. Auch hier unter dem Finger sieht man nicht wirklich viel. Und so sieht man eigentlich nur das beleuchtete Mausrad. Aber ich finde, es sieht irgendwie cool aus. Okay, das macht soweit schon einen sehr guten Eindruck. Also auch von der Verarbeitung her, da kann man nicht klagen. Dann das schon erwähnte ummantelte Kabel gefällt mir auch sehr gut. USB-Stecker vergoldet. Ja. Also das macht soweit alles wirklich einen guten Eindruck. Da bin ich mal gespannt, wie sich denn die Maus im Einsatz machen wird. Dann haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung. Ah, hier haben wir auch deutschen Text bei. Ich halte das mal kurz ins Bild. Die Möglichkeiten der Einstellung.
beziehungsweise auch Programmierung. Und noch eine kleine CD. Wahrscheinlich auch nochmal mit einer Bedienungsanleitung und Driver Support. Okay. Ja, soweit das Ganze mal hier in einem kleinen Unboxing. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, wie sich die Maus im Einsatz macht. Okay. Nun gut, das war auch schon wieder mit der Wired Gaming Maus, der Thunderbird. Ich selbst bin jetzt nicht so der Pro-Gamer, also bei Ego-Shootern im Multiplayer-Bereich, da bin ich doch eine ziemliche Lusche, muss ich zugeben. Ich spiele sehr gerne, aber ich bin nicht wirklich gut, nein. Und von daher kann ich da auch nicht so viel zu sagen, also keine professionellen Kommentare zu abgeben. Außer eben, dass die Maus wirklich gut verarbeitet ist, auch schönes, stabiles Kabel und so, die Buttons sich alle sehr gut bedienen lassen und gut erreichen lassen. Auch wenn man die Maus zum Arbeiten benutzen will, wie zum Beispiel Grafikprogrammen oder Videoschnittprogrammen, finde ich diese auch deutlich besser als Standardmäuse. Also sehr schöne, flüssige Bewegungen und ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Teil und von daher kann ich da auch nicht mehr viel zu sagen. Also, sollte auch nur ganz kurz sein, das Video, und von daher war es das auch wieder. Mach's gut, bis die Tage und ciao.